Wo wohnt der Martinique-Anolis? In den tropischen Wäldern der karibischen Insel Martinique. Was ist die Nahrung der Martinique-Anolissen? Insekten und Früchte. Die Verwandtschaft bei den Martinique-Anolissen sind Leguane und Saumfinger. Der Martinique-Anolis erreicht eine Kopfrumpflänge von ca. 7 cm und eine Gesamtlänge von 20 cm bei den Männchen und 17 cm bei den Weibchen. Wie lange lebt der Martinique-Anolis? Ca. 5 bis 7 Jahre. Sie leben in oberen Bereichen der Bäume und nur die Weibchen kommen auf den Boden, um ihre Eier abzulegen. Die Männchen haben eine große, kontrastreiche gelbe Kehlwamme, die sie aufstellen können. Dies machen sie mit gleichzeitigem Kopfnicken, um dem Weibchen zu imponieren, zur Revierabgrenzung, um andere Männchen zu beeindrucken. Anolisse sind gute Kletterer und leben auf Bäumen und im Unterholz. Einige Arten bewohnen auch zeitweise den Waldboden. Die Tiere sind territorial und bilden unterschiedliche große Reviere, die verteidigt und je nach Nahrungsangebot und Eignung verändert werden. Tiere in kleinen Revieren beeinhalten meist verschiedene Verstecksmöglichkeiten und Stellen zur Beobachtung der lokalen Umgebung. Je nach Verbreitung leben mehrere Anolis-Arten.